Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um eine Frage, die ich erst vor kurzem in den Kommentaren bekommen habe. Viele von euch mussten vor allem in letzter Zeit auf das Heimtraining zurückgreifen. Allerdings hat sich das herausgestellt als mehr als nur eine Kompensation. Für viele von euch, manchen ist ein Licht aufgegangen und sie haben plötzlich gemerkt, oh, ich komme auch nicht nur sehr gut zu Hause zurecht mit den reduzierten Trainingsmethoden, sondern ich habe sogar zugenommen. Manche haben das freudig aufgenommen, manche haben sich aber gefragt, was ist das? Trainiere ich im Fitnessstudio falsch? Da habe ich all diese Geräte, all die Möglichkeiten und dann nehme ich zu Hause zu, wenn ich nur Liegestütz machen kann, ein paar Ruderübungen, Klimmzüge oder sonst irgendetwas und mit Widerstandsbändern trainiere. Wie kommt das? Und dazu gibt es jetzt eine kleine Analyse und ein paar Gedankenanregungen, die euch vielleicht auch helfen, sowas mal auszuprobieren für euch selbst. Zunächst einmal müssen wir ein paar Voraussetzungen schaffen. Wenn ich von Heimtraining spreche, dann meine ich nicht diejenigen unter euch, die sich ein ganzes Fitnessstudio zu Hause aufgebaut haben im Keller, die über verschiedene Maschinen verfügen, ein ganzes Hantelset haben von 0 bis 60 Kilogramm. Die meine ich nicht, sondern mit Heimtraining ist wirklich ein sehr reduziertes Training gemeint. Das heißt, ihr habt vielleicht Liegestützhelfen, ihr habt vielleicht ein paar Widerstandsbänder, ihr habt vielleicht 2, 3 Kurzhanteln, allerdings nicht so viel mehr. Eine Klimmzugstange, ganz rudimentär das Ganze. Das ist mit Heimtraining gemeint. Und mit dem Fitnessstudio, klar, die ganze Welt des Fitnessstudios mit all seinen Geräten. Zum einen hätten wir da auf der Seite des Heimtrainings, was den meisten sicherlich einfällt erstmal, eine Motivation durch den zeitlichen Aspekt. Ihr müsst plötzlich nicht mehr bedenken, wann gehe ich heute ins Fitnessstudio. Manchmal macht man das ja sogar zeitenabhängig, die nicht gerade den eigenen Wohlfühlzeiten entsprechen. Heißt, weiche ich dem großen Pulk im Fitnessstudio aus? Komme ich also nicht zur absoluten Hauptzeit ins Fitnessstudio? Oder wann kriege ich dort einen Parkplatz? Das sind alles so Berücksichtigungen, die man dann hat. Oder wann kommt mein Partner nach Hause und hat den Wagen oder sonst irgendetwas? Viele von euch kommen nicht so einfach, dass sie vor die Tür treten ins Fitnessstudio. Das ist natürlich zu bedenken. Zu Hause, jetzt will ich trainieren, also trainiere ich. In 20 Minuten trainiere ich. Nimm jetzt schon mal meinen Booster, sonst irgendwas. Man kann es machen, wann man will. Kurz vorm Schlafen gehen, kurz nach dem Aufstehen. Man kann einfach das immer machen. Und das ist sicherlich ein Aspekt, zumal man auch nicht Anreise hat, dorthin geht, vielleicht später noch duscht, wieder zurückreisen muss und so weiter. Das ist ja ein ziemliches Zeitpackage. Das ist definitiv ein Pro auf der Seite des Heimtrainings. Außerdem, gleich damit folgt auch noch ein nächstes Pro, kann man dadurch natürlich viel mehr splitten und mehr trainieren. Viele von euch gehen sicherlich nicht 6-mal ins Studio, weil das heißt 6-mal die Anfahrt, 6-mal wieder zurückkommen, 6-mal die Sachen packen und so weiter. Aber wenn ihr zu Hause trainiert, hey, dann lohnt es sich ja sogar, wenn man vielleicht mittags den Bizeps trainiert, statt direkt beide Armteile zusammen, und abends nochmal den Trizeps. Kann man machen. Man kann auf einmal einen 10er-Split machen, weil man auf einmal 2-mal am Tag trainieren kann, was gar nicht so stupide ist, wie es jetzt klingt. Man kann quasi einen kleinen Reiz setzen, belastet damit das zentrale Nervensystem gar nicht so sehr auf einmal und 6, 7 Stunden später macht man das wieder. Allerdings muss man dann natürlich wieder aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt, nur noch trainiert und dadurch niemals irgendwie so ganz zur Ruhe kommt, wo der Körper einfach 24 bis 48 Stunden gar nichts macht. Aber auch das, die Einteilung und die Möglichkeit der Häufigkeit, ist dann natürlich ein Pro auf der Heimtrainingsseite. Während wir beim Fitnessstudio natürlich die große Auswahl haben. Das ist ein Riesenvorteil. Wir haben Maschinen, wir haben aber auch alles, was wir im Heimtraining haben. Wir können dort auch sicherlich mit Widerstandsbändern, TRX-Bändern, Kettlebells und natürlich Klimmzugstangen oder sonst irgendetwas trainieren. Da haben wir einfach alles, die ganze Welt des Fitnesssports. Und das ist natürlich dann vor allem von Anfängern bis extremst Fortgeschrittenen möglich durch die ganzen Gewichte, die man da auch hat. Das ist beim Heimtraining schwieriger. Dadurch wird einem auch im Fitnessstudio weniger langweilig, weil man so schnell die ganzen Maschinen und Übungen nicht durch hat und dann gerne wieder auf seine Lieblingsübung zurückgreift oder von vorne anfängt und was auch immer. Das ist ein Improvisieren zu Hause. Jetzt kommt's aber. Das muss nicht schlecht sein. Und das hier ist auch der erste Appell. Wenn ihr euch fragt, warum so manch einer von euch beim Heimtraining plötzlich zugenommen hat, sich fitter fühlte, besser aus dem Bett kam, dann liegt das genau daran. Ihr habt wesentlich mehr euren Biorhythmus einhalten können, weil ihr eure Zeit aussuchen konntet und
ihr schafft es mit diesen reduzierten Mitteln vielleicht gar nicht, euch so sehr zu überfrachten mit Gewichten und seid gar nicht dem Reiz versetzt, macht viel mehr mit dem Körpergewicht. Aber vor allem gibt es einen Grund dafür, dass ihr vielleicht einfach fitter werdet und zunehmt. Und das ist, dass ihr plötzlich auf die Basics zurückgreifen müsst. Viele von euch verlieren sich in diesem Dschungel von tollen Maschinen, dem man aus jedem Winkel den Muskel ganz isoliert trainieren kann. Nur die vordere rechte Ecke des Bizeps. An all die Tastaturhelden unter euch, es war nicht so ernst gemeint mit dem vorderen rechten Bizeps. Aber ja, man kann alles von jedem Winkel hier trainieren. Aber dann sich mal auf das wirklich Basistraining wieder zu besinnen, hat so einen Rocky-Style. Plötzlich gibt es nur noch so etwas wie Kurzhanteln in einer gewissen Gewichtsausführung und ich muss improvisieren und reiß die dann irgendwie so hoch, dass ich den Rücken damit trainiere, muss viel mehr Klimmzüge machen und ja, man wird eines Besseren belehrt. Und da behaupte ich nicht nur Anfänger oder Leute, die gerade so mäßig Fortgeschrittene sind, nein, auch die Fortgeschrittenen, zu denen ich mich zähle. Auch da kann es passieren, dass ihr plötzlich bei Besinnung auf die Basics, sowas wie Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, plötzlich wieder zunehmt. Ihr habt nicht 6 Maschinen für die Beine, nein, ihr macht Ausfallschritte. Und die macht ihr, bis ihr nicht mehr könnt. Und plötzlich nehmen die Beine zu. Das ist eine Lehre für jeden von uns und auch so eine Art Reset. Denn jetzt kommt's. Das ist kein Plädoyer, bleibt zu Hause, trainiert da und ihr werdet besser zunehmen. Nein, die Abwechslung macht's. Ihr kennt schon den Begriff Periodisierung aus der Gestaltung eures Trainingsplans nach verschiedenen Trainingssystemen. Ihr periodisiert zum Beispiel im Wiederholungsbereich. Mal trainiert ihr für 3, 4 Monate im mittleren Wiederholungsbereich, 6 bis 12, dann mal mehr im Kraftbereich, 5 bis 8 und dann mal vielleicht wieder im höheren Bereich. Am besten ihr mixt das natürlich. Oder ihr periodisiert euren Trainingsplan. Mal macht ihr mehr Bankdrücken, eine Langhantel, dann mal wieder ein Kurzhanteln. Ihr ändert eure Trainingspläne und so weiter. Das ist nicht nur gut, um mal verschiedene Reize zu setzen, sondern vor allem auch psychologisch. Denn wenn ihr irgendwann einfach Lust habt, wieder eine Übung zu wechseln oder was anderes zu machen, dann motiviert das. Und genauso ist es hier. Plötzlich so ein Rocky-Training zu Hause zu machen, zu improvisieren, mehr mit Liegestütz zu arbeiten, seinen Körper ganz anders zu fühlen, kann motivieren. Natürlich auch, nicht zum Fitnessstudio fahren zu müssen. Einfach zu Hause danach in die Küche zu gehen und seinen Proteinshake zu trinken. All das kann motivieren. Aber wenn ihr das dann 3, 4 Monate gemacht habt und denkt, okay, ich kann jetzt nicht schon wieder Liegestütz machen, ich habe keinen Bock mehr auf Klimmzüge, dann motiviert es unheimlich, wieder zurück ins Fitnessstudio zu gehen und wieder diese ganze Maschinenfülle zu haben. Probiert's aus, periodisiert mal. Seid mal mutig genug und bleibt einfach mal, gut, jetzt hattet ihr das erst, aber auch so, 2 Monate zu Hause und trainiert von dort. Ihr habt eine bessere Zeiteinteilung und allein das motiviert. Ihr könnt vielleicht wieder besser schlafen gehen und so weiter und danach wieder ab ins Studio. Also es gibt einige Vor- und Nachteile bei beiden Möglichkeiten und die sollte man natürlich auch immer wieder im Training bedenken, selbst wenn ihr Fortgeschrittene seid. Heißt also nicht, geht jetzt direkt zum McFit und kündigt eure Mitgliedschaft, aber es kann nicht schaden, auch mal zwischendurch wieder zu Hause zu bleiben, sich zu besinnen und so weiter. Natürlich, es gibt auch noch ein paar andere Vorteile. Wer das Gesellschaftliche mag und mehr motiviert wird, Motivationssache grundsätzlich durch die Fülle an Maschinen, aber auch durch die Leute dort, weil man dort eher Freunde trifft, weil man zusammen mit denen trainiert, durch die Trainingsatmosphäre, der Geruch nach Eisen und Blut und Schweiß, das kann motivieren. Andere wiederum, deswegen kann ich Motivation nicht ganz auf die Seite schreiben, sind motiviert dadurch, dass sie im Privaten sind, dass keiner sie belästigt und nervt, dass nicht irgendwie 5 verschiedene Leute Musik hören und da hinten wieder einer an seinem Handy rumspielt, sondern dass man zu Hause in seinen 4 Wänden ist oder am Spielplatz oder sonst irgendetwas. Das kann auch so einige von euch motivieren. Also, es ist eine große Vorliebensache und das solltet ihr definitiv mal ausprobieren in beide Richtungen. Und wenn ihr ein bisschen kreativ seid, dann könnt ihr auch zu Hause mit einfachen Mitteln sehr hart trainieren und sehr hohe Gewichte im Vergleich erreichen. So könnt ihr es zum Beispiel schaffen, mit bestimmten Liegestütztechniken eure Bankdrückleistung zu verbessern. Vor allem eure Bankdrückleistung, was die Kurzhanteln angeht. Oh ja, das ist so ein bisschen wie Rocky, der im Winter trainiert und dadurch einfach stärker wird als Leute, die im Studio vielleicht sind. Kann passieren. Man kann ultra hart zu Hause trainieren. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, lasst es mir in den Kommentaren da. Lasst auch gerne eine spezifische Übung da. Wenn ihr sagt, okay, wie kann ich, wenn ich nicht immer 70 Liegestütze auf einmal machen möchte, richtig hart die Brust trainieren mit Liegestützen?
oder den Bizeps, den Trizeps, den Rücken, was auch immer. Kann ich gerne mehr zu machen, außer ihr habt die Schnauze voll von Heimtraining, weil ihr das jetzt oft genug hattet und viele Videos da draußen gesehen habt, dann lassen wir das Ganze auch gerne. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir natürlich wieder das entsprechende Zeichen dafür da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und das war's eigentlich von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.